Doris Benito, am Tag nach dem Husarenstück, das du gestern bewerkstelligt hast, kannst du schon realisieren? Ja, das kann man gut realisieren. Schon gestern nach dem Abpfiff die Emotionen natürlich überlaufen. Es war ein fantastisches Gefühl gewesen, mit dem Stadion das zu feiern und mit der Mannschaft, die sich das hart erkämpft und hart verdient hat. Was hat er besser gemacht als im Heimspiel? Ja, einiges. Also ich denke, wir sind defensiv sehr kompakt gestanden. Aus dieser defensiven Arbeit haben wir nachher auch mit jeder Minute mehr Mut schöpfen, mehr Kraft auch für die Offensivaktionen. Wir sind höher gestanden. Ich denke, der Kunststraße war auch ein Vorteil für uns. Und ja, mit dem Power und Punch früh das erste Goal, das auch wichtig war. Ja, von dem her denke ich, über 90 Minuten weg eine hervorragende Leistung. Jetzt sind die Fans schon wieder am Träumen. Morgen die Auslosung, die 5 möglichen Gegner sind bekannt. Gibt es einen Wunschgegner, den sich der Loris Benito am Freitagmittag wünscht? Ja, nein, eigentlich gibt's, also von all diesen 5 Mannschaften würde ich jeden nehmen. Klar, vielleicht von den Affischen her wäre Liverpool etwas vom Speziellsten, was wir haben können. Aber ich freue mich jetzt einfach nur, die Auslosung mitzuverfolgen. Also, in dem Fall viel Vergnügen und gute Erholung. Merci.